Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Episode. Der zweite Spieltag der European Super League steht an. Vielen Dank für die über 2000 Klicks bei der ersten Folge. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ja, ich will gar nicht lange drum rumschnacken. Tippt gerne mit in den Kommentaren, wer ist euer Favorit. Auch das würde mich interessieren. Wir schauen noch einmal kurz auf die Tabelle nach einem Spieltag. Und ansonsten kann es jetzt losgehen mit Manchester United gegen Chelsea. Und wenn es euch später gefällt, würde ich mich wie immer über einen Daumen freuen. Jetzt geht's los. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Die beiden Teams aus der Premier League haben am ersten Spieltag jeweils einen Punkt geholt. Chelsea und Manchester United trennten sich von ihren Kontrahenten jeweils mit 1:1. Manchester United im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft. Es gab nicht viele Chancen, schon eine halbe Stunde im Spiel. Jetzt mal eine Einzelaktion, die zumindest zu einem Abschluss führte in dieser Szene. Ganz brandgefährlich wurde es zwar nicht, doch es zeigte, dass Manchester United hier von zwei unterdurchschnittlich performenden Mannschaften die etwas bessere war. Für De Gea war hinten noch nichts zu tun, denn der FC Chelsea konnte nach vorne einfach kaum agieren. Über eine Stunde gespielt, jetzt eine Kontersituation für Manchester United. Martial schickt James auf die Reise, der aber scheitert an seinen Nerven und am super reagierenden Kepa, der wunderbar die Hand rausstreckt mit dieser sensationellen Reaktion, das Ding verhindert. Doch die Gastgeber weiterhin hellwach. James schickt Fred auf die Reise. Martial, Fred kriegt den Ball wieder und schlägt zu. 73. Minute, das hochverdiente 1:0 für die Red Devils. Sie schlagen zu und gehen verdient in Front. Es kam auch in der Folge nichts mehr vom FC Chelsea, stattdessen Manchester United noch mit der Chance, einen draufzusetzen. Fernandes, Bruno Fernandes, schöne Einzelaktion. Wird dann von Kepa aber an seinem Treffer gehindert. Es bleibt beim 1:0. Klares Ergebnis, nicht so deutlich vom Ergebnis her, aber die Mächteverhältnisse waren hier doch schon sehr deutlich verteilt. Leverkusen schlug am ersten Spieltag in Unterzahl noch Galatasaray. Jetzt musste man in Lissabon bei Benfica antreten. Es gibt keine Rotsperre, zumindest nicht über das Spiel hinaus. Diesen Fehler, den Bender hier macht, der im letzten Spiel noch rot gesehen hatte, ist aber folgenschwer. Adel Tarab nach gerade mal 6 Minuten bekommt den Ball schnell wieder im 16er und schlägt dann zu. Sven Bender, zweimal in dieser Szene agiert er sehr unglücklich. Aber seine Vordermänner wollten das ausbügeln. Lucas Salario konnte das in der 30. Minute schließlich auch tun. Von Charles Arangis bedient, dann kein leichter Abschluss aus der Drehung unten rechts rein. Der Ausgleich für Leverkusen. Und es gab vor der Pause trotzdem noch die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Abermals für Benfica hier die Riesenchance. Doch Lukas Radetzky hat in der 42. Spielminute etwas dagegen. Hier der Abschluss super pariert. Dann etwas Glück, dass es trotzdem nicht 2:1 lautete. Es ging so in die Katakomben mit diesem Gleichstand. Ging unter dem Strich in Ordnung, wenngleich die Gastgeber die etwas aktivere und bessere Mannschaft war. Das sah nun etwas anders aus im zweiten Durchgang. Nun Bayer 04 Leverkusen mit der Hand am Steuerknüppel. Kerim Demir bei Charles Arangis mit der wunderbaren Übersicht zu Karim Bellarabi. 2:1, da waren 6,5 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Die Partie war gedreht. Locker leicht durchgespielt, Benfica in der Defensive etwas überfordert, nach vorne aber immer wieder mit guten Akzenten und so. Ein Traumtor von Diego Sousa ist auch nicht wirklich zu verteidigen. 74. Minute, der schlägt nicht im Winkel ein, aber wieder angedreht ist im langen Exit. Da kann sich Radetzky strecken, wie er will, da kommt er nie im Leben mehr ran. Das letzte Wort hatte aber nochmal Leverkusen die Chance für Lucas Salario, den Doppelpack zu erzielen. In der 84. Spielminute missglückte aber in der Szene. Es war eine unterhaltsame Partie, die am Ende keinen Sieger fand, aber
auch verdient keinen Verlierer. Beide engagierten sich gut. Und so geht das 2:2 dann am Ende des Tages in Ordnung für beide Mannschaften, wohl auch unter dem Strich zufriedenstellend. Die Hertha kassierte eine richtige Abreibung am ersten Spieltag. 0:4 gegen Atalanta Bergamo. Galatasaray musste sich gegen den Bundesliga-Kollegen von Hertha, gegen Leverkusen, mit 1:0 geschlagen geben, wollten hier dann im heimischen Stadion alles wieder gut machen, und das konnten sie von Beginn an auch so aufs Feld bringen. In der 22. Minute dann Sofiane Fegoli mit der ersten brutal großen Chance, die eiskalt genutzt wird, zieht ins kurze Eck rein. Rune Jahrstein etwas überrascht ob dieser Entscheidung. Doch die Hertha ließ sich nicht davon unterbuttern. Dilrosun zu Sjelbred, der aus der Drehung kommt. Piontek zu Mateusz Kunja, der auch abschließt. Doch Saracchi grätscht rein und kann den gefährlichen Abschluss in dieser Szene verhindern. Doch die Hertha spielte weiter gut nach vorne. Der Ausgleich wäre denkbar gewesen. Nochmal eine Situation. Luke Bacchio zu Piontek, der in den Strafraum einzieht. Der legt zurück zu Doti. Luke Bacchio, der Ball von Macau abgefälscht. Da ist der Ausgleich. 43. Minute. Unglücklich, dann nichts mehr zu halten. Mit Gleichstand ging es in die Pause. Das 1:1 ging absolut in Ordnung. Die Hertha hatte sich diesen Treffer verdient, wenngleich er etwas glücklich zustande kam. Wir springen in den zweiten Durchgang. Anfangsphase läuft noch. Die Hertha in der Defensive will das Ganze spielerisch lösen. Boyata mit dem Fehler. Das wird böse enden, weil Sofiane Fegoli seinen Doppelpack schnürt. 54. Minute. Das darf nie im Leben passieren. Boyata mit dem Mega-Fehler. Dann per Außenriss links reingezogen der Ball. Über eine Stunde, aber auch die Hertha, auch von diesen Rückschlägen lassen sie sich nicht unterkriegen. 64. Ausgleich durch Mateusz Kunja. Im ersten Abschnitt hatte er noch eine gute Möglichkeit, die verhindert wurde durch Saracchi. Jetzt schlägt er zu. Es kam eine offene Endphase zustande, die aber den besseren Stürmer auf Seiten von Galatasaray fand. Radamel Falcao steigt da hoch und nickt das Ding ein. Jahrstein aus kurzer Distanz. Überfordert, kann nichts mehr machen. 3:2 endet diese Partie. 5 Tore haben wir gesehen. Die Hertha erzielte aus deutscher Sicht leider eins weniger. Italienisches Duell in der European Super League. Atalanta Bergamo zu Hause gegen Inter Mailand. Atalanta setzte ein Ausrufezeichen des erster Platz nach einem Spieltag. Nicht so aussagekräftig, doch das 4:0 gegen die Hertha war schon sehr, sehr beachtlich. Jetzt kam eben Inter hier nach Bergamo. Doch die bessere Figur lieferte erstmal Inter Mailand ab. Guter Abschluss. Man gewann ja auch 2:1 gegen die leicht favorisierten Pariser. Bis zum Seitenwechsel klare Dominanz in den hellblauen Trikots von Inter. Brozovic steckt zu Lautaro Martinez durch. Der kommt dann 44. Minute. Dann muss er nur noch den Fuß hinhalten. Kein Abseits. Super durchgespielt. Das verdiente 1:0 für die Gäste stellte den Halbzeitstand auch. Da wäre sogar der ein oder andere Treffer mehr möglich gewesen. Atalanta von der offensiven Power bislang nicht wirklich viel zu sehen. Inter machte weiter, versteckte sich nicht in der Defensive. Nächste Möglichkeit. Romelu Lukaku scheitert an Golini in der 60. Spielminute. Das 2:0 wäre schon so etwas wie die Vorentscheidung gewesen, weil bis dahin von Atalanta nahezu nichts zu sehen war. Die Hälfte des zweiten Durchgangs auch schon wieder vorüber, langsam müssten mal Zeichen kommen, und dann kam sie tatsächlich auch. Da ist Alejandro Gomez, der lässt sich nicht zweimal bitten, bis dahin unsichtbar gewesen, jetzt schlägt dazu der Ausgleichstreffer knapp 20 Minuten vor dem Ende. Das war auch gleichzeitig das Endresultat. Atalanta
trennt sich etwas glücklich mit 1:1 gegen Inter Mailand. Nach dem italienischen Duell folgt ein französisches, Paris Saint-Germain gegen Olympique Lyon. Olympique Lyon konnte gegen Barcelona überraschen, PSG enttäuschte ein wenig gegen Inter Mailand bei der 1:2-Pleite. Doch hier war es was ganz anderes, eine andere Ausstrahlung. 8. Minute, Neymar Junior mit dem 1:0 für Paris, klasse durchgespielt, da wird nicht lange gefackelt, schnell abgezogen, hinein ins kurze Eck. 20 Minuten knapp von der Uhr. Olympique Lyon aber auch wieder mit guter Spielkultur nach vorne. Aoua legt noch einmal raus, bekommt den Ball jetzt wieder, legt in die Mitte zu Moussa Dembélé. Ausgleich in der 22. Minute. Da muss der Offensivmann nur noch den Fuß hinhalten und schlägt zu. Es war noch nicht Pause. Paris abermals in der Offensive tätig. Neymar zu Kylian Mbappé, diesmal in der vorlagengebenden Rolle. 42. Minute, zweite Führung des Tages für Paris Saint-Germain. So stand es dann auch 2:1 zur Pause. Eine sehr unterhaltsame Partie, 3 Tore hatten wir eben schon gesehen. Lyon wollte den 4. Treffer erzielen. Rannte vorne an. Mehr als dieser harmlose Schuss kam allerdings nicht zustande. Das ist für Keylor Navas gar kein Problem, den zu fischen. Im Hintergrund sehen wir die zahlreich mitgereisten Fans von Olympique Lyon. Aber die sahen dann 20 Minuten knapp vor dem Ende diese Offensivaktion. Mbappé zu Angel Di Maria, der hat zu viel Platz. Da lässt er sich mit seiner Qualität nicht zweimal bitten. Alleine vom Keeper schlägt dazu. 73. Minute. Das 3:1 setzte hier den Deckel obendrauf. Nach der Auftaktpleite erholt sich PSG und schlägt Olympique Lyon, die im zweiten Spiel die erste Niederlage hinnehmen müssen. Der FC Barcelona patzte am ersten Spieltag, aber auch Man City ging mit 0 Punkten nach dem ersten Spieltag nach Hause. Barca in der Anfangsphase mit dieser Freistoßsituation, 18 Meter, perfekt für Argentinier Lionel Messi. Und da ist es fast nicht überraschend, dass der perfekt einschlägt. 11. Minute, das 1:0 für die Katalanen. Super Freistoß, der ist einfach klasse getreten, da kann man als Keeper einfach nur hinterher schauen und vermutlich im Inneren auch ein wenig applaudieren. Über eine halbe Stunde gespielt, nun Man City das erstmal wirklich brenzlig nach vorne, geschah aus einer Abwehrfehlersituation, die Marc-André Ter Stegen aber ausbügeln kann für seine Vordermänner, rettete damit die frühe Führung auch in die Pause. 45 Minuten waren absolviert. Der FC Barcelona ließ es sich etwas zu gut gehen nach der frühen Führung und ließ ein bisschen Leine für Manchester City. Und die fanden dann auch gut in den zweiten Durchgang. Kun Agüero, Rodri, sieht da Riyad Mahrez, der hat viel Platz, sodass er trocken abschließen kann. 56. Minute, der Ausgleichstreffer mit seinem etwas schwächeren rechten Fuß. Zieht da ihn unten links rein. Keine Chance für Marc-André Ter Stegen. Nun aber wieder Barca vom Ausgleich aufgeweckt. Frenkie de Jong mit der schwachen Flanke, die aber nicht richtig geklärt werden kann. Sergio Busquets zu Lionel Messi, der lässt sich auch diese Chance nicht entgehen. 2:1, 63. Minute, die zweite Führung für den FC Barcelona. Neuer Nackenschlag für Manchester City, von dem sie sich auch in der Folge nicht wirklich erholen konnten. Der FC Barcelona spielte das jetzt abgezockt und kühl runter. Suarez geht auf die Eckfahne, holt ein bisschen Zeit raus. Jetzt gab es nochmal eine Abschlusssituation. Sergio Busquets von Gündogan behindert. Er hätte auch fast im Winkel gesessen. Es machte am Ende nichts mehr. Barcelona dellt die Beule wieder aus vom ersten Spieltag. Man City steht aber mit 0 Punkten da.
Borussia Dortmund überraschte beim 2:0 gegen Manchester City, wollte ihr zu Hause im Westfalenstadion gegen Club Brügge an diese Superleistung anknüpfen, hatte hier auch das Zepter erstmal in der Hand. Sancho und Hakimi über die rechte Außenseite können sich da locker leicht den Ball hin und her spielen. Super Flanke auf den ersten Pfosten. Da kommt dann Emre Can zum Abschluss. Simon Mignolet im Kasten ist aber auf der Hut und kratzt den da aus dem kurzen Eck mit einem super Reflex raus. Das hätte durchaus der verdiente Führungstreffer sein können. Wie das dann so ist, wenn man vorne nicht trifft, ist es die gegnerische Mannschaft, die gefährlich aufkommen kann. Der BVB hielt Club Brügge im Spiel und kann dann auch unglücklich das 0:1 auf dem Zettel markieren. Emmanuel Dennis schießt Piszczek an, dadurch unhaltbar für Bürki. Kollert er dann neben dem rechten Pfosten über die Torlinie. So ging es dann in die Pause. Das war ein herber Rückschlag für den BVB. Sie hatten alles im Griff, aber den Treffer erzielten die Belgier, die dann im Anschluss auch mehr Selbstvertrauen noch auf der Brust hatten. Dennis zu Vanaken versucht es da aus 17 Metern, 53. Minute. Roman Bürki ist da, muss auch da sein, zu zentral geschossen, dieser Ball. Für den BVB lief so ein bisschen die Zeit davon und sogar wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein bisschen. Nur noch 10 Minuten auf der Uhr, der BVB aber ging jetzt vorne weiter drauf. Brandt mit dem Ballgewinn im Mittelfeld. Haaland zu Hazard, aber zu wenig, was der Belgier hier macht gegen Club Brügge, sodass wir schon in die Nachspielzeit springen. Eckball von der linken Seite, gibt's nochmal was. Sancho bringt das Ding rein. Szene noch nicht vorbei. Reyna macht die nochmal scharf. Sancho mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Da ist Axel Witzel völlig frei. Und es passiert doch noch der Ausgleich. Zweite Minute der Nachspielzeit. Axel Witzel macht es besser als sein Landsmann Hazard eben noch. Nickt das Ding ein. Cool, souverän holt er das 1:1. Mignolet komplett bedient. Moralisch ist das auf jeden Fall der Sieg für den BVB. Sie erarbeiten und verdienen sich auf jeden Fall dieses 1:1. Real Madrid gegen den FC Liverpool, das war auch einst das Champions League Finale, damals noch unter anderen Vorzeichen. Jetzt ist der FC Liverpool vermutlich sogar leichter Favorit, aber Real Madrid wollte davon eigentlich nichts hören, musste trotzdem diesen Treffer in der 25. Minute hinnehmen. Roberto Firmino in der 25. mit einem satten Schuss, schönes Doppelpassspiel mit seinem Teamkollegen Wijnaldum in der Szene mit der Vorlage. Steht hier auch wieder mit Roberto Firmino im Mittelpunkt. Mané kommt eigentlich nicht durch. Fabinho, der den Weg nach vorne macht. 43. 0:2. Das tut weh für den gemeinen Real-Fan. Ist das nur schwer zu ertragen im Santiago Bernabéu nach 45 Minuten. Nein, 0:2 auf der Anzeigentafel zu sehen. Aber sie gelobten jetzt Besserung und waren dran, den Anschlusstreffer zu erzielen. Toni Kroos mit der kurzen Eckball-Variante legt nochmal raus. Toni Kroos, Flanke auf den zweiten Pfosten, da ist Vinicius. Kommt zum Kopfball, das gibt Applaus von Sisu, der ankurbelt nochmal. Aber Real kam zu selten mal in diese Situation bis zur Schlussphase. Dann musste eine weitere Ecke herhalten. Diesmal von der anderen Seite. Wieder Kroos, der die reinbringt. Virgil van Dijk gut im Zweikampf. Benzema setzt sich aber durch. Gareth Bale macht es aber doch nochmal spannend in der 89. Nickt das Ding schön ein aus 5-6 Metern. Lässt der Alisson Becker keine Chance. Doch das war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Liverpool holt sich 6 Punkte nach 2 Spielen. Real Madrid bleibt dann erstmal mit 3 Punkten im Mittelfeld stehen.
Ajax Amsterdam hat es mit dem FC Bayern München zu tun bekommen am zweiten Spieltag. Ajax kurz vor Schluss gegen Atleti sicherte man sich da die 3 Punkte. Der FC Bayern München musste kurz vor dem Schluss das 1:1 gegen Manchester United hinnehmen, wollte hier in den Niederlanden dann aber Wiedergutmachung betreiben. Lewandowski in der 12. Minute völlig überhastet in der Szene, deutete aber an, dass die Bayern hungrig waren und in der Anfangsphase klar besser und spielbestimmter waren. Die 100%igen Torchancen blieben aber erstmal aus. Ajax Amsterdam kam dann auch immer besser in die Partie hinein und kam auch zu ersten Abschlüssen. Knapp 20 Minuten sind hier von der Uhr. Der FC Bayern München geht etwas zu passiv drauf in diese Zweikämpfe. Ziyech aber zu wenig, um Manuel Neuer da wirklich in Bedrängnis zu bringen. Der fischt den ganz einfach weg. So ging es etwas trist ohne Tore in die Katakomben. Bisschen mehr hatte man sich schon erhofft, aber es war ein Abtasten auf relativ hohem spielerischen Niveau. Doch die Torchancen fehlten noch weitestgehend. Das wurde jetzt besser, der FC Bayern noch heißer, hier den Treffer zu erzielen. Lewandowski, Müller mit der Hacke zu Kimmich, Müller, 51. Minute, Onana muss diesmal wirklich eingreifen und zupacken, klärt zum Eckball diesen Schuss von Müller, der sich noch etwas von Keeper Onana wegdreht, aber perfekt wohl gepasst hätte neben dem Innenpfosten. Weiterhin aber so 0:0. Nach 65 Minuten musste Müller das Feld verlassen. Kingsley Coman sollte für neue Akzente sorgen und just in dieser Szene kam er dann auch das erste Mal in den Fokus der Kameras. Alphonso Davies, super Einzelaktion, zweiter Pfosten, da ist er, der Kingsley Coman. Das wäre mal ein super Ballkontakt-Auftakt gewesen. Setzt den Schuss etwas zu hoch an, war nicht einfach zu nehmen, macht er artistisch, aber zieht dann ein paar Zentimeter zu hoch. Die absolute Schlussphase lief, da konnte Ajax gegen Atleti zuschlagen. Jetzt war der FC Bayern aber einen Ticken näher dran. Joshua Kimmich, Thiago legt rüber zu Coutinho und da ist das Ding. 91. Minute, die mitgereisten Fans im Gästeblock rasteten aus. Doch der Treffer zur Glückseligkeit. Die 2 Punkte, die sie am letzten Spieltag noch verloren in der Schlussphase, holten sie sich hier wieder und das nach den zweiten 45 Minuten auch verdient. Zum Abschluss des zweiten Spieltages empfing AS Rom nochmal Atletico Madrid im heimischen Olympiastadion. Die Roma mit den ersten Offensivbemühungen über die linke Seite in den roten Trikots, Kolarov zu Kluivert, der die Flanke nicht schlecht bringt, aber erstmal zurückgewiesen wird. Trotzdem sorgt Cristante für ein heftiges Beben im Aluminium hier, trifft aber nur den Pfosten in dieser Szene. Das hätte es sein können, Atletico Madrid schüttelte sich, musste jetzt auch etwas nach vorne tun, das war ein bedenkliches Zeichen. Sony Guess mit der Flanke und dann das 0:1. 14. Minute, da schlagen sie auch eiskalt zu. Joao Felix am ersten Pfosten nickt das Ding ein. Bedeutete gleichzeitig auch den Halbzeitstand, denn Atletico mauerte sich hinten rein und wollte Rom kaum noch zur Entfaltung kommen lassen. Und das klappte auch wirklich gut. Schon eine Stunde gespielt, als Rom biss sich die Zähne aus mitunter an diesem Granit in der spanischen Verteidigung. Flanke diesmal von der rechten Seite, vielleicht mal mit so einer Szene. Cristante, Veretout gegen Jan Oblak. Super Szene von beiden. Dieser Volley-Schuss, klasse getimed. Auch super dann rausgekratzt von Jan Oblak. Für Atleti ging es darum, gefährliche Konter zu setzen. Das taten sie dann auch. Sony Guess. Thomas Partey kann hier durch die Hälfte laufen. Wird dann geblockt von Cristante. Simeone kurbelte nochmal an, aber es war nutzlos. Und
Nicht wichtig, denn Atletico rettete diese knappe Führung am Ende des Tages etwas glücklich über die Zeit. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zur nächsten Folge. Haut rein und adios.